ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Voll on Tour, dem Podcast für jedermann, Frau und alles dazwischen. Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's super. Morgen startet für mich mein neuer Job, deswegen habe ich mal wieder länger nichts von mir hören lassen. Ich glaube, jetzt ungefähr anderthalb Wochen, zwei Wochen fast. Aber, was soll ich euch sagen, ich habe halt richtig, richtig Bock wieder heute, ja. Und dachte, ich setze mich mal hin und nehme noch wieder eine Episode für euch auf. Ihr kennt das Spiel. Was war letztes Mal? Letztes Mal hatte ich den Freddy hier bei mir und Freddy und ich haben über Gott und die Welt geschnackt und mussten dann kurzfristig abbrechen, was total schade war, weil ich hätte mit ihm noch, ehrlich gesagt, ach keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Stunden ewig mit ihm reden können. Ich fand das unfassbar, was der erzählt hat. Mega faszinierend. Müsst ihr reingucken. Also ernsthaft, guckt euch das Ding an. Es war richtig, richtig, also ich habe mega viel gelernt, war spannend und hat richtig gebockt. Also definitiv mal abchecken, das Teil. Ja, und auch das andere kennt ihr. Ich sag's ja immer wieder, ich nenne das Ganze immer Pay the Fee. Ja, ihr Lieben, wenn ihr heute irgendwas mitnehmen könnt für euch und sei es nur der aller kleinste Gedankenanstoß, ja, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, wenn ihr dem Kanal abonniert, wenn ihr das Ganze, ja, teilt auf sozialen Medien. Und wenn ihr natürlich das Ganze hier auch kommentieren würdet, weil ohne Austausch lerne ich nichts. Ich brauche Feedback von euch, ihr Lieben. Und zu guter Letzt, wenn ihr das Ganze einem Freund oder einer Freundin weitergeben könnt, weil auch das sage ich ja jedes Mal, Mund-zu-Mund-Propaganda ist einfach die beste Werbung, die man kriegen kann. Von daher, ihr Lieben, gerne weitergeben das Teil. So, ich würde sagen, let's go, ja, direkt rein da, ins kalte Wasser. ich will heute mal versuchen, ich sage es ja auch öfter mal, aber ich will es mal versuchen, ein bisschen kürzer zu machen, weil ich nur ein, zwei Sachen bei mir auf dem Zettel habe. Entsprechend will ich relativ schnell zum Punkt kommen. Also, was ist das Thema heute? Ich habe das Thema für euch mitgebracht, bitte lächeln. Ich weiß. Was ist das denn? Was soll das denn jetzt schon wieder bedeuten? Jedes Mal dasselbe. Kommt er mit irgendeinem komischen Titel für seine Episode, ja? Und du fragst dich, was soll der Quatsch? ja, also, bitte lächeln. Was meine ich damit? Ihr Lieben, ich glaube, dass... Was heißt ich glaube? Ich bin ehrlicherweise der Überzeugung, dass wir Menschen einfach zu wenig lachen. Wir lächeln zu wenig. Ganz ehrlich, ich... Wie ist die Situation heutzutage? So, wenn man mal rumgeht, fragt euch mal selbst und beobachtet mal andere Menschen. Beobachtet mal, wie die Leute miteinander interagieren, wenn sie irgendwo sitzen, ja? Wenn sie irgendwo unterwegs sind, ob jetzt in der Bahn oder draußen oder im Einkaufszentrum oder wie auch immer, ja? Ganz, ganz normales Daily Life, so. Was seht ihr? Und fragt euch auch mal selbst, wie ist denn das bei euch, ne? Findet ihr, dass ihr viel lächelt? So, findet ihr, dass ihr, oder seid ihr eher jemand, der das gar nicht macht? So, ist das was ihr nur an guten Tagen tut oder zwingt ihr euch manchmal dazu oder auch nicht oder wie auch immer? Also ich kann euch nur sagen, aus meiner persönlichen Sicht und das, was ich so beobachten kann, stellt sich das für mich folgendermaßen dar. Also ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwo lang gehe, egal ob Bahn oder im Rewe oder Lidl oder irgendwo anders Einkauf, Baumarkt oder so, die Leute lächeln nicht. Die Leute gucken dich nicht mal an, häufig. Wenn du in der Bahn sitzt, ist es natürlich noch krasser, weil, wie ist es da? Da glotzen alle Leute auf ihr Handy. Ich eingeschlossen, ich mach das auch. Also ich will mich da gar nicht ausnehmen, ne? So, absolut nicht. Oder die Leute lesen oder so. Es ist auch alles, solche Sachen sind ja auch okay und man kennt das. Heute sagt man, jeder glotzt immer auf sein Handy. Ich sage euch was, früher war es die Zeitung, ja. Und davor war es keine Ahnung was. So irgendein Pergamentpapier oder so. So, das ist also gar nicht so das Ding. Worum es mir aber geht, ist, wenn Leute sich angucken, dann wird nicht gelächelt. So, klar, im Moment haben alle eine Maske auf und siehst eh nichts, ja, kannst nicht erkennen, ob derjenige, also, ne, ob der lächelt oder nicht lächelt, super schwierig, aber unabhängig davon, wenn das draußen auf der offenen Straße ist, selbes Ding. So, ne, die Leute gucken sich an und wenn du nicht der Erste bist, der lächelt, dann lächelt der andere definitiv nicht zurück, im Regelfall, ja, und das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Und deswegen dachte ich, ich wollte mal eine kleine Episode dazu aufnehmen, weil ich finde, oder ich komme mittlerweile in meinem Leben häufig immer mehr und mehr dahinter, dass die kleinen Dinge
im Leben. Und dazu gehört zum Beispiel auch zu lächeln, ja, die Sachen schöner machen. Und dass das sehr ausschlaggebende Dinge sein können in unserem Leben. So, ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr ja mal gerne ein Feedback dazu abgeben. Ja, aber ich finde, dass die kleinen Dinge einfach sehr, sehr wichtig sind. So, und ob das nun bei irgendeinem Mensch ist, den ihr gerade neu kennenlernt oder so, sagen wir mal, ihr seid Single, ja, und der Gegenüber, ihr merkt die Kleinigkeiten, die ihr ganz schön findet, oder an eurem Partner oder Partnerin generell so, oder bei anderen Menschen, die ihr nicht, ich will nicht sagen verehrt, ja, aber wo ihr sagt, hey, guck mal, das ist ein Arbeitskollege, der hat richtig was drauf, und da seht ihr, das und das macht er so und so, und ihr guckt auf die Details, ja, so, das meine ich damit. Und für mich ist Lächeln im Alltag und übrigens auch im Beruf, ne? Also auch da sollte man mehr lächeln. Die Leute tun halt immer so auf wichtig und Business und ich weiß nicht was alles, ja. Aber da fehlt irgendwie das Menschliche. Und dazu zählt eben auch Lächeln. Ja, ich habe mich da mal gefragt, okay, wer lächelt denn eigentlich viel? So, tue ich viel lächeln? Weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Ehrlich gesagt, wenn ich mich selber mal so betrachte, ich versuche es, versuche ein glücklicher, happy Mensch zu sein, so, ja, aber ich glaube, ich könnte mehr lächeln, definitiv, aber wer lächelt viel? Ich sag's euch, Kinder und grundsätzlich positiv eingestellte Menschen, ja, das ist immer so ein sehr abgedroschenes Ding, es gibt halt einfach Leute, die laufen gefühlt mit einer positiveren Attitude durch die Gegend, als andere. Und davon gibt es nicht so viele in meinen Augen. Ich habe ja auch über das Thema Attitude einen Podcast rausgehauen. Gönnt euch auch den auf jeden Fall mal. Ist eins meiner Lebensmotti, die ich habe, wo ich sage, it's all about your attitude. Ja? Also egal, was du machst, es liegt immer an deiner eigenen Attitude, egal worum es geht. So. Und gleichermaßen, wenn man das dann eben überträgt aufs Lächeln, ja, es liegt auch an dir, ob du viel lächelst oder nicht. So, und entsprechend, ich sehe das immer Kinder. Warum ist das bei denen so? Naja, also, die laufen halt noch mit offenen Augen durch die Gegend, ne? Die laufen mit einem völlig unvoreingenommen, gehen die auf andere Kinder zu, so, und freuen sich halt über die kleinsten Dinge und sind halt nicht so beeinflusst wie wir Erwachsenen. Das ist natürlich logisch, dass wir einen anderen Blick und eine andere Perspektive haben als erwachsene Menschen. Ganz klar. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich, wenn man das mal ein bisschen durchdenkt und länger drüber nachdenkt, wäre es vielleicht gut, offener an Dinge vielleicht manchmal ranzugehen und einfach, also jetzt beispielsweise jemand anderem offener gegenüberzutreten und einfach mal zu lächeln, den Menschen anzulächeln, zu gucken, was passiert. Lächelt er vielleicht zurück? Könnte da ein Gespräch draus werden? Könnte man sich zufällig mögen? Wird das ein Freund oder eine Freundin? Wird das vielleicht ein Partner oder Partnerin? Who knows? Ganz ehrlich, also so, das beginnt aber mit solchen Kleinigkeiten, ne? Mit dem, was ich eben sagte. Kleinigkeiten können sehr, sehr großen Unterschied machen. Und ja, bei einigen, wie gesagt, ist es, also bei Kindern ist das definitiv so, sehe ich immer wieder und ich finde es total toll. Ich versuche mir da ein Beispiel dran zu nehmen. Und es gibt, sagte ich ja, einige Leute, die sind einfach vom Naturell her so. Plus, was man natürlich auch sagen kann, Wetter spielt eine große Rolle, was das angeht, ne? So. Die Leute sind halt einfach happy oder glücklicher, wenn die Sonne scheint, ja, wenn Sommer ist, wenn es nicht den ganzen Tag dunkel und grau ist. So, das ist nochmal eine andere, ist aber nochmal eine andere Story, ja. Ich will nur sagen, man kann sich da ein bisschen was abgucken aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass das viel, viel mit der Offenheit zu tun hat, die man selber an den Tag legt, so. Aus meiner Sicht, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, ist das ein Skill? Jetzt denkt ihr wahrscheinlich wieder, der Typ ist doch völlig Banane. Wie kann ein Lächeln, wie kann man das denn als Skill bezeichnen? Ja, ja. Was soll ich euch sagen? Das ist aus meiner Sicht wieder was, was man sich antrainieren kann und lernen kann. So, du kannst dich im Leben dazu zwingen zu lächeln. Das mag wahrscheinlich dir erstmal völlig Banane vorkommen. Also, ne, also wo du so denkst, ich bin heute beschissen drauf. Warum soll ich lächeln? Willst du mich verarschen? So, oder generell, du hast einen normalen Tag, in Anführungsstrichen, sag ich mal, wo du jetzt, weiß ich nicht, nicht viel oder nicht wenig lächelst, wie auch immer, ja, auch da denkst du dir wahrscheinlich, warum soll ich denn jetzt jemanden anlächeln? Was habe ich denn davon oder so, ne?
Ich sage euch, also ich gehe gleich auf die Benefits ein. Es hat eine Menge, Menge guter Sachen. So, definitiv. Aber das ist etwas, was ihr einfach kultivieren könnt. Ihr könnt euch zwingen, mehr zu lächeln. Das ist nicht einfach, ich weiß das. Also, wahrscheinlich macht man es auch schwieriger, als es ist. So, weil eigentlich heißt es ja nur, ne, hier, diesen. Lächeln. Bitte lächeln, tschüss, so, in die Richtung halt. Ne, aber wie kann man das denn machen? Also, wie kann man diesen Skill kultivieren? Eigentlich relativ, also, gibt verschiedene Varianten aus meiner Sicht. Ich gebe euch gleich noch ein paar, ich sag mal, Tipps und Tricks, die ich persönlich selber nutze, ja, die ich gerne an euch weitergeben will. Wenn ihr noch welche andere habt, die ihr mir gerne mal geben würdet, dann bitte her damit, ja, weil ich will in meinem Leben definitiv mehr lächeln und lachen und mehr Freude am Leben haben. So, entsprechend wäre es cool, wenn ihr ein bisschen was raushaut. Aber was kann man denn zum Beispiel machen? Ihr Lieben, ihr könnt euch einfach einen Lächelreminder setzen, so blöd das klingt, ne? Ihr tickert in euer Handy einfach, keine Ahnung, 5-mal am Tag zu einer bestimmten Uhrzeit, tickert ihr, und dann soll es ein Alarm sein. I don't give a fuck. So, was auch immer, wie auch immer ihr das macht, setzt ihr euch eine Zeit, ja, wo ihr beispielsweise sagt, okay, jetzt lächel ich einfach mal. Völlig blöd durch die Gegend. So, und ich sag euch was, da kommen wir gleich zu den Benefits, ja, das bringt eine Menge. So, oder ihr sagt, okay, ich fahre morgens mit der Bahn, ja, oder mit dem Bus oder wie auch immer, und ich nehme mir vor, dass ich einmal am Tag oder zweimal am Tag oder dreimal am Tag, ja, mindestens eine Person angucke und sie anlächle. So, und nicht nur einmal, weil das ist völlig Banane, ja, sondern einfach ordentlich lächeln. So, das könnte man zum Beispiel auch machen. Was könnte man noch machen? Man könnte sagen, dass man sich einfach vornimmt, dreimal am Tag, egal wann, müssen ja keine Reminder sein, ja, zu lächeln oder zu lachen oder irgendwie sich vielleicht was anzugucken, was einen zum Lächeln oder zum Lachen bringt, ja, geht auch. Irgendein lustiges Video reinziehen, wäre eine Möglichkeit. So, warum erzähle ich das? Was habt ihr denn von diesem ganzen Kram, ja? Was bringt es, wenn ihr mehr lächelt? Relativ einfach. Und da gibt's, also jetzt mal, also ich habe hier mir auch noch aufgeschrieben, dass es gesundheitlich eine gute Sache ist, viel zu lächeln und zu lachen, ja. Für die Mädels da draußen ist es vielleicht auch ganz interessant, dass es halt euren, oder überhaupt generell für Menschen, nicht nur die Mädels, sondern einfach generell, ist es interessant, es stärkt halt auch dein Kiefer, deine Gesichtsmuskulatur, ja, das ist gut für dein Gesicht, ja. Ihr seht dadurch, so blöd das klingt, ihr seht dadurch jünger aus, also Menschen, die mehr lächeln, haben einfach eine bessere Gesichtsform, eine stärkere Gesichtsform. Das wiederum ist auch dann, und da kommen wir zum nächsten Punkt, das ist attraktiver auf andere Menschen. Also sprich, eure Ausstrahlung, die dann auch damit einhergeht, ist eine völlig andere. Ne? Also ich meine, müsst ihr euch doch nur mal selber fragen. Wenn ihr, sprecht ihr lieber oder sitzt ihr lieber oder weiß ich nicht, also neben jemanden, so ein typischer Griesgram, ja, der einfach immer böse guckt. Oder seid ihr eher von jemandem angezogen, der halt viel lächelt? Einfach der eine positive Ausstrahlung hat. Ich glaube, die Antwort ist relativ klar. Brauchen wir uns nichts vormachen, ja. Und entsprechend, wenn man diesen Skill kultivieren kann, zu sagen, hey, ich lächle mehr. Weil irgendwann wird das ein Automatismus, wie mit allen anderen Sachen. Ich bin ja ein absoluter Verfechter davon, Dinge immer und immer und immer und immer und immer wieder zu machen, ja, bis sie halt automatisiert sind, bis sie hinten in deinem Unterbewusstsein drin sind und das einfach normal abläuft. Sprich, und das könnt ihr gefühlt in jeder Episode, die ich bis jetzt gemacht habe, könnt ihr das mitnehmen für euch. Ja, und genauso ist es mit dem Lächeln halt auch. Einfach mehr lächeln, sich zwingen zu lächeln, Reminder setzen, wie auch immer, keine Ahnung. So, was habt ihr noch für einen Benefit? Das ist gesundheitlich einfach eine gute Sache zu lächeln. So, ihr hebt euren, also ich habe mir hier aufgeschrieben, eure Freude. So, ihr seid einfach glücklicher, ihr seid fröhlicher. Und das wiederum wirkt sich gesundheitlich positiv aus. Ne, also das sind zwei Dinge, die einhergehen oder ja, miteinander oder zusammenpassen. Ja. Und auch das wisst ihr oder wissen wir alle. Mehr lächeln, mehr lachen, dann geht's uns gut. Wir fühlen uns dann besser. Wir sind gesundheitlich tippitoppi fit. Ja? Und als letztes, was ich mir aufgeschrieben habe, umso mehr man lächelt oder lacht, ihr Lieben, umso einfacher ist das gefühlt auch das Leben, ne? Umso schwereloser ist man. So, man fühlt sich einfach besser.
Ja, ich verstehe das selbst auch. Wenn man mal einen richtig beschissenen Tag hat, dann will man nicht lächeln. Hat man keinen Bock drauf. Will man auch nicht lachen. Tut man im Regelfall ja auch nicht. Ne? Aber wenn man sich trotzdem zwingt, das zu tun, vielleicht fühlt ihr euch nicht besser danach. So, als wärt ihr jetzt vom Super Low, ja, sagen wir mal minus 10 auf einer Skala von 1 bis 100. Ja, und ihr seid bei minus 10. Vielleicht fühlt ihr euch dann nicht, keine Ahnung, seid ihr auf einmal auf 50 hochgerutscht oder so. Nee, das nicht. Aber schlechter wird es definitiv auch nicht. Und selbst wenn ihr bei minus 10 bleiben würdet. Ne? So, trotzdem habt ihr es probiert. Im Regelfall, wenn ihr lächelt und lacht und dann geht es euch besser. Dann kommt ihr von minus 10 vielleicht auf minus 5 oder so. Um das mal sehr banal darzustellen. So. Welche Tipps und Tricks habe ich da für euch, die ich für mich persönlich nutze? So, die ich versuche und ich schaffe es nicht immer. Ich bin da definitiv jetzt nicht irgendwie der Guru fürs Lächeln oder so ein Gedöns, ja, absolut nicht. Oder fürs Lachen oder sonst irgendwas. Aber es gibt so ein paar Sachen, die ich mir an oder versuche derzeit noch immer mehr und mehr und mehr anzugewöhnen und die ich für mich so, also die wirklich gut funktionieren. Erstes Ding ist, wenn ihr morgens vorm Spiegel steht, dann lächelt. Ich sag's euch, der Scheiß bringt was. Ihr steht da, lächelt 10, ihr müsst es natürlich auch wieder, nicht nur eine Sekunde oder so. Ihr lächelt einfach mal für 10 Sekunden in den Spiegel. Ich sag euch, irgendwann kommt ihr euch, und wenn ihr das noch länger macht, irgendwann kommt ihr euch so blöd vor, dass es schon wieder lustig ist. Dann fangt ihr vielleicht sogar auch noch an zu lachen, ja? So, und einfach sich selber im Spiegel zu sehen und zu sehen, wie man lächelt oder wie man lacht, ist eine schöne Sache. Total komisch, ich weiß, hört sich auch total Banane an, auch das weiß ich, aber probiert das mal aus. Ist eine gute Geschichte. Zweites Ding, was ich euch empfehlen kann, ist, macht euch irgendwo, schreibt euch das auf und pinnt euch das irgendwo hin. Auch das wieder, beispielsweise morgens beim Zähneputzen an den Spiegel. Bitte lächeln. So, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir auf meinem Board, wo halt für mich wichtige Dinge draufstehen, ja, da habe ich mir einen kleinen Smiley hingemalt. Weil mir aufgefallen ist, Christian, du lächelst zu wenig, du lachst zu wenig, du nimmst die Dinge im Leben häufig viel zu ernst. So, lach doch mal mehr. Da habe ich mir einen kleinen scheiß Smiley dahin gemalt, ja, und jedes Mal, wenn ich den sehe, versuche ich zu lächeln. So, vor allem beim Sport zum Beispiel, wo ich mir richtig einen abracker, ja, und da immer irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, ich will nicht sagen aggro, sondern wie ein Gorilla da irgendwie meine Gewichte stemme oder sonst irgendwas tue, ja, da kommt man natürlich schnell mal in so einen Mood rein, wo man jetzt nicht lächelt die ganze Zeit beim Sport, ne? So, aber dann gucke ich mir das Ding an und dann denke ich so, du kannst so glücklich sein. So, dass du das hier machen kannst mit dem Sport, lächel doch einfach mal ein bisschen. So, und dann lächel ich. Und dann geht es mir noch besser. So, das ist das Zweite. Was man auch machen kann, extremere Variante, ja, ist jetzt vielleicht wirklich nicht für jeden was, das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Ihr könntet euch zum Beispiel einen ganz kleinen Smiley irgendwo hin tätowieren, der euch jeden Tag daran erinnert, dass ihr mehr lachen müsst, mehr lächeln solltet, dass ihr positiv sein solltet und dass das Leben schön ist. So, ja. Auch das, ich weiß, das ist ein bisschen extremer, definitiv. Muss ja nicht so ein fetter sein, ja. Kann ja auch so ein Mini-Smiley sein. Sieht vielleicht sogar auch ganz cool aus. Also ich habe mal überlegt, mir sowas zu machen. Aber das ist eine andere Story. So, und zu guter Letzt noch was von mir, was auch sehr, sehr spannend ist, wo ihr das mal testen könnt, um mal zu gucken, ob andere Leute halt wirklich, also in der Gesellschaft draußen irgendwo viel lächeln oder wenig lächeln. Ja, und was euch dann auch wieder so ein Spiegel, das ist wirklich, also kein Scheiß, ich habe das öfter mal durchgezogen und länger mal gemacht. Das ist, da sieht man den anderen Menschen in sich. Und zwar folgendes. Versucht mal, wenn ihr irgendwo seid, scheißegal wo, ob jetzt im Lebensmittelmarkt, ihr seid einkaufen, Bahn, bei der Arbeit, whatever, auf der Straße, völlig egal. Wenn ihr einen Menschen seht, wenn der griesgrämig guckt oder ganz normal guckt, dann lächelt einfach mal. Wenn der nicht lächelt, dann lächelt weiter. Das ist, ihr fühlt euch richtig komisch erstmal, weil es etwas unangenehm ist. Aber ich sage euch, nach spätestens
10 Sekunden. Aller späte. Normalerweise nach 2 Sekunden, 3 Sekunden. Lass es 5, 6 sein, wo es dann schon so ein bisschen komisch wird, ja. Aber irgendwann, ich schwöre euch, die Leute können nicht lächeln. Wenn ihr sie die ganze Zeit anlächelt, ja, die können nicht lächeln. Es geht nicht. Die meisten lächeln zurück. So, was sagt euch das? Deswegen sagte ich, das ist wie ein Spiegel. Mir hat das gezeigt, dass ich mir so gedacht habe, okay, du kannst damit auch andere beeinflussen. Sprich, wenn andere Leute auch mich anlächeln, dann lächle ich auch mehr. So, das ist wie so ein, wie, keine Ahnung, wie als würden Zahnräder ineinander malen, ja? Und jedes Zahnrad ist ein Mensch, so ungefähr. So, sprich, wenn du anfängst zu sagen, okay, ich lächle echt ein bisschen, ich gewöhne mir das an, ich lächle mehr, ich lächle die Menschen an. So, und glaub mir, der Nächste macht das auch. Und dem tust du damit auch noch was Gutes. So, und es ist echt faszinierend, wenn man das mal macht. Die Leute gucken nicht erst an wie ein Auto, aber dann lächeln sie. Und dann siehst du in deren Augen, dass es irgendwie eine schöne Sache ist. So. Und das Gleiche würde ich mir halt von anderen für mich auch manchmal wünschen, wo ich mir denke, hey, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, wäre es cool, wenn mich mal jemand mehr anlächelt. Also im Umkehrschluss, weil eben die anderen Leute da draußen, ja, halt auch mal schlechte Tage haben, so wie wir, jeder von uns, ja, wir alle, wäre es doch eine gute Sache, wenn ich mehr lächle. Ich hoffe, das macht Sinn. Oder ich glaube, das macht Sinn. So, das ist zumindest was mir aufgefallen ist. Entsprechend, ja, kann ich euch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Und ihr werdet merken, dass das einen richtig positiven Effekt auch auf andere hat. Und dann werdet ihr automatisch auch mehr angespornt, selbst zu lächeln. Weil das Schöne ist ja nicht nur, dass es euch selbst besser geht, sondern wenn ihr auch noch anderen damit was Gutes tun könnt, das ist umso schöner. Und wenn es solche Kleinigkeiten sein können, wie einfach nur zu lächeln. Ja, so. Liebe Leute, ich hoffe, dass ihr hier irgendwie ein ganz klein bisschen was mitnehmen konntet. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr spezielles Thema. Ist auch ein etwas, also es kommt auch für mich ein bisschen komisch, darüber zu sprechen. Weil es jetzt nicht so das Typische ist, worüber ich normalerweise rede, ja. Aber ich finde es eine wichtige Sache, weil wie gesagt, die Kleinigkeiten im Leben machen einen großen Unterschied. Und ihr könnt damit wirklich ein bisschen was bei anderen Leuten bewegen und den Tag von anderen Menschen verschönern. So, und in dem Sinne, ich hoffe, dass ihr Lieben einen schönen Abend habt, ja. Wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet, gerne teilen das Ding, gerne an Freunde weitergeben. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.